quantitative Lockerung. Da versucht die Notenbank, die Geldmenge zu lockern, indem sie Anleihen aufkauft. Wie die Amerikaner jetzt gerade aufgehört haben letzten Oktober und wie jetzt die EZB vor 2 Monaten gestartet ist. Damit die Preise in einer Ökonomie stabil bleiben, muss die Zentralbank die Geldmenge je nach Situation anpassen. Das Verhältnis der Wirtschaft zur Geldmenge kann man sich dabei wie das Verhältnis eines Schlafenden zu seiner Bettdecke vorstellen. Ist die Bettdecke zu dick, wird es zu warm. Ist die Decke zu dünn, wird es zu kalt. Falls es aber einmal richtig kalt wird, reichen normale Maßnahmen nicht mehr. Die Zentralbank greift dann zu drastischeren Mitteln, wie beispielsweise zur quantitativen Lockerung. In diesem Fall fließt durch den Ankauf von Anleihen Geld direkt in die Ökonomie. Die Zentralbank glättet also nicht nur die Bettdecke, sondern sie näht zusätzliche Teile an die Decke an. Die Hoffnung bei der quantitativen Lockerung ist normalerweise, durch die zusätzliche Menge an Geld die Wirtschaft zu beleben. Herr Professor Kübler, wann kommt quantitative Lockerung zum Einsatz? Es gibt verschiedene Gründe, warum Zentralbanken zur quantitativen Lockerung greifen. Am Beispiel der USA, die erste Welle, QE1, die direkt in der Finanzkrise stattfand, diente in erster Linie dafür, Liquidität in den Finanzmärkten zu schaffen. Dort wurden mortgage-backed securities aufgekauft, weil der Markt für diese Wertpapiere nicht mehr funktionierte und Liquidität dringend notwendig war. Später, QE2 und QE3, diente eher zur klassischen Geldpolitik, nämlich dafür, die Deflation zu verhindern. Warum wird quantitative Lockerung, QE, wie Sie es abkürzen, nicht auch in normalen Zeiten verwendet? Das Ziel der Geldpolitik von Zentralbanken ist es, den kurzfristigen Nominalzins zu kontrollieren. Und dafür ist es eigentlich kein besonders gutes Mittel, Wertpapiere mit langen Laufzeiten zu kaufen oder verkaufen. Was man da machen muss, ist kurzfristige Wertpapiere, Staatsanleihen kaufen, verkaufen oder auf Repo-Märkten aktiv werden. Wenn jetzt die Zentralbank Staatsanleihen im großen Stil kauft, ist das nicht eine Monetarisierung von Staatsschulden? Das ist sicherlich eine Kritik von QE, dass es eine versteckte Monetarisierung von Staatsschulden war. Ich denke, was da entscheidend ist, ist, dass die Zentralbank glaubhaft versichern muss, dass sie, wenn das Inflationsziel erreicht ist, also wenn Inflation steigt, sagen wir auf 2-3%, damit anfängt, ihre Bilanz wieder abzubauen. Das heißt, damit anfängt, diese Staatsanleihen, diese gekaufte, wieder zu verkaufen oder zumindest die Erträge nicht wieder zu reinvestieren in neue Staatsanleihen. Was bedeutet das konkret für mich als Anleger? Als Anleger, wenn Sie vorher gewusst hätten, dass QE stattfindet, hätten Sie natürlich in diese Wertpapiere investieren sollten, die da aufgekauft worden sind. Ganz klar, dass der Preis über das Niveau gestiegen ist. Im Allgemeinen, denke ich, sollte man in erster Linie in Aktien oder in die Realwirtschaft investieren, wenn so ein QE stattfindet.